Hallo liebe Freunde, ich war da gerade im Livestream drin, ja, und haben wir über viele Themas gesprochen und ja, ich habe so über eine Person gesagt, dass halt ein Nerd ist und jeder weiß ja jetzt, was Nerd bedeutet und was ein Freak ist oder was das bedeutet und natürlich müsste die Gweilos mich fragen, weißt du, was überhaupt ein Nerd ist? Gut, ich hätte ja Romane schreiben können, ja, ich wollte aber jetzt auch nicht unhöflich sein zu dem, der den Livestream macht, ja. Sondern ich habe es halt so einfach wie schnell und erklärt, ohne Romane zu schreiben, weil normal liegt, weiß ja jeder, was ein Nerd ist. Ja, dann habe ich gesagt, Bäm oder weiß ich euch, was unterm Strich eigentlich auch rauskommt. Ja, ein Nerd ist eigentlich quasi der, sei es PC oder sei es irgendwelche andere Sachen, da richtig eingefressen ist, eingelesen ist und ein Allzeller. Also einer, der quasi ja, ziemlich isoliert ist, vielleicht sich mit anderen, keine Ahnung, Nerds trifft. Ja, jetzt von Sport jetzt nicht die beste Ass-Nummer ist, sondern einfach irgendwelche Comics sammelt, irgendwas mit PC am Hut hat. Ja, brauche ich euch halt. Also, Bämo, das sagt man auf Schwäbisch. Ja, also, dass das jetzt wieder groß Fass auf ist. Und ja, der Allmann kann immer in der Freizeit chillen. Ja. Also, ja, muss aber nicht unbedingt ein negativer Begriff sein. Also, ja, kann ein negativer Begriff sein. Ja. Ist aber jetzt nur so ein Randding. Also, das hat mich schon ein bisschen, ja, jetzt, Was heißt das? Wenn's an heutzutage jeder weiß, was das ist, brauche ich nicht nochmal nachhaken. Ja, bald ist Wochenende und eine chinesisch-koreanische Frau, die immer die beste Lebensweisheit erkennt, die hat immer gesagt, das Leben so leicht und fröhlich wie möglich, wie es geht zu leben. Ja. Das bedeutet auch nicht immer alles auf die Goldwaage zu nehmen, was gesagt wird. Ja, das bedeutet auch, sich selber den freien Raum zu lassen für ein gesünderes Leben. Freiheit bedeutet das, was die Freiheit, wo du deinen Mitmenschen schenkst. Ja, das bedeutet Freiheit. Weil wenn jeder so denken würde, dann wäre nur Freiheit da, weil jeder dem anderen den freien Raum lassen. Ja. Aber deswegen finde ich den Film die Musik von Die Böse irgendwie super. Keine Amnestie für MTV, ja. Ich fing ja schon in den 90er Jahren mit den Shows, wo nur gelästert wird und heutzutage gelästert ja jeder über jeden. Aber es ist auch für den Olsner und für den Individualisten nicht gewinnbringend, weil wenn jeder über jeden lästert, dann hält er keiner mit keinem zusammen und das heißt, die Menschen können nicht für ihre Rechte einstehen. Ne? Also von daher und vor allem, wenn ihr der chillig in Livestream reinschreibt, das ist ein Nerd und so und das sind ja zu einer bestimmten Person, dann erwartet man, dass man Romane schreibt. Der Handy ist erklärt, da war es immer noch in Ordnung. Ne? Gut, ich hätte auch viel mehr dazu zu dem Thema schreiben können, aber ich habe keinen Bock gehabt nach dem harten Geschäft und vor allem Kuluschkett und wäre unhöflich zu dem Betreiber von dem Livestream gewesen. Ja. Ja. Freiwillig, Freiheit. Ich wünsche euch was, liebe Freunde. Kussi auf die Bussi, ich wünsche euch was.